Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. Ich hoffe, es geht dir gut und du genießt mittlerweile den Anfang des Frühlings, die ersten Sonnenstrahlen und kannst wieder etwas Tageslicht tanken. Mir tut es immer richtig gut, wenn es langsam warm wird und man die ersten Sonnenstrahlen auch auf der Haut spüren kann. Das macht mir immer sehr, sehr gute Laune. Und ebenso gute Laune macht mir, dass schon bald die Hautbalance Empowerment Journey startet. Wenn du noch nichts davon mitbekommen hast, das ist mein Gruppencoaching-Programm, das Ende Mai schon starten wird. Und du kannst dir noch einen der limitierten Plätze sichern, indem du dich ganz einfach auf die unverbindliche Warteliste setzt. Denn auf der Warteliste hast du außerdem den Vorteil, dass du einen ganz speziellen Bonus bekommst und du bekommst als Erste Bescheid, wenn es mit der Hautbalance Empowerment Journey losgeht. Doch jetzt lass uns einsteigen in die Podcast-Folge. Das heutige Thema ist bzw. sind die drei größten Fehler, die du tun kannst, wenn du deine Ernährung umstellst. Vielleicht hast du sie bereits umgestellt oder bist gerade dabei umzustellen und du kommst an deine Grenzen. Dann hör auf jeden Fall genau zu, denn vielleicht ertappst du dich auch bei den ein oder anderen Fehler. Dass Ernährung eine große Rolle bei Neurodermitis und deiner Hautgesundheit hat, das weißt du bestimmt, denn darüber habe ich ja schon oft berichtet. Und weil es eben so wichtig ist, dass du deine Ernährung auf deine Hautbedürfnisse anpasst, kann es eben auch sein, dass genau diese Umstellung dir so ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht oder du an der Ernährungsumstellung scheiterst. Und viele meiner Coachee haben zu Beginn der Arbeit mit mir auch Angst vor der Umstellung. Sie haben Angst vor dieser Veränderung. Und jetzt schauen wir mal darauf, was denn so diese drei größten Knackpunkte oder Fehler innerhalb der Ernährungsumstellung sein können. Der erste Fehler lautet, aus Angst vor Überforderung gar nicht erst zu starten. Häufig kommen Gedanken in den Kopf, wie schaffe ich das überhaupt oder ich möchte auf gar nicht so wirklich was verzichten. Ich will eigentlich, dass es so bleibt, wie es ist und das Ganze ist mir etwas zu groß. Und das ist auch komplett normal, dass diese ersten Zweifel oder diese ersten Ängste auch kommen oder aufkommen in deinem Kopf. Denn vor einer Veränderung ruft ganz laut deine innere Stimme, lass doch lieber alles so, wie es ist. Das ist doch ganz bequem und hat doch jetzt schon jahrelang seinen Dienst getan und ist irgendwie, ja, so können wir doch einfach auch weitermachen. Denn unser Gehirn mag keine Veränderungen, denn Veränderungen sind immer anstrengend. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich dir sagen würde, du kannst deine Ernährung einfach von heute auf morgen umstellen, ohne irgendwas dafür zu tun und es läuft einfach ganz, ganz leicht. Natürlich kann es auch leicht laufen, es kann sich auch leicht anfühlen, doch häufig, gerade wenn man viel ändern möchte, oder vielleicht auch es gut ist, viel zu ändern, dann bedarf es schon ein bisschen Anstrengung und auch Energie. Und bei gewohnten Mustern muss dein Gehirn eben nicht denken. Es braucht keine Energie, um Dinge umzusetzen. Du denkst morgens ja auch nicht mehr darüber nach, wie du dir die Zähne putzt oder ob du sie die Zähne putzt, sondern sind Gewohnheiten, gewohnte Muster. Und dafür braucht dein Gehirn einfach keine Energie und das stellt es auch gar nicht mehr in Frage. Und deshalb will unser Ego auch an alten Mustern festhalten, auch wenn sie uns immer nicht so gut tun. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, denn wir halten dann auch an Dingen fest, die uns schaden und die uns nicht weiterbringen und die uns im schlimmsten Fall eben auch gesundheitlich schädigen oder eben nicht dazu beitragen, dass es uns gesundheitlich besser geht. Doch diese Angst vor Veränderung lässt sich durchbrechen und das ist das Gute daran. Und es ist eigentlich auch ganz einfach, wie du sie durchbrechen kannst und das ist, indem du einfach anfängst. Hört sich auf den ersten Satz auch sehr profan an, doch es ist wirklich so, wenn du erst einmal anfängst und den Stein ins Rollen bringst, dann wird es mit jedem Mal einfacher. Je öfter du etwas machst, desto leichter wird es dir auch fallen. Und das kennst du vielleicht auch daran, wenn du etwas Neues lernst,
Je öfter du dann etwas ausprobierst oder nochmal etwas immer es wieder wiederholst, dann fällt es dir mit jedem Mal einfach leichter. Und diese Überwindung, etwas Neues auszuprobieren, ist die erste Hürde, die du nehmen darfst, um deine Ernährung umzustellen. Also schaufel alle Zweifel beiseite, dass du es nicht schaffen kannst. Schaufel alles beiseite, wie es ist zu viel, ich möchte auf nichts verzichten. Also das sind alles Themen, die dich davon abhalten, wirklich ins Handeln zu kommen. Probier es einfach aus und mach den ersten Schritt und sag, ja, ich gehe jetzt den Schritt. Nach und nach wird es dir dann auch immer wieder leichter fallen, zu gesunden Alternativen zu greifen oder wenn du dir dann auch bestimmte Gerichte für das Frühstück, das Mittagessen oder Abendessen ausprobiert hast, die dann richtig gut schmecken, dann fällt es dir auch immer leichter, diese immer öfter in deinen Alltag zu integrieren. Der zweite Fehler ist, alles perfekt machen zu wollen. Und ja, was hat das jetzt damit zu tun mit deiner Ernährungsumstellung? Das ist ganz einfach, denn wenn du den Drang dazu hast, alles perfekt machen zu wollen, dann ist es ziemlich sicher, dass du scheiterst. Es ist total verständlich, dass du schnelle Ergebnisse sehen willst, aber es ist eben auch wichtig, dass du geduldig bleibst und dir auch realistische Ziele setzt. Und manchmal ist es besser, die Ernährung Stück für Stück zu ändern, anstelle von einem radikalen Cut oder einer radikalen Umstellung. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du deine Ernährung erst mit dem Frühstück beginnst und das optimierst. Oder du beginnst erst ein bestimmtes Lebensmittel zu reduzieren, zum Beispiel Zucker, dass du erstmal anfängst, Zucker zu reduzieren, bevor du ihn ganz weglässt. Oder du beginnst damit, dass du erstmal ausreichend trinkst, also alles so kleine Dinge, können auch erstmal dazu führen, dass du dich dem Ganzen annäherst, dass du Stabilität gewinnst, Sicherheit gewinnst und dann auch schon merkst, dass es dir dann langfristig etwas bringt. Sonst kann es eben sein, dass du dich komplett überfordert fühlst und alles hinschmeißt, weil du nach 2-3 Tagen merkst, boah, das ist mir einfach dann wirklich zu viel, weil es dann es nicht handelbar ist in dem Moment. Denn Veränderungen brauchen Energie, sie brauchen einfach mehr Aufwand und wenn es dann doch in dem Moment zu viel ist, kann dann wieder das Ego zum Vorschein kommen und sagt, siehste, habe ich dir doch gesagt, nee, bleib mal lieber dabei und wir gehen wieder in die alten Muster zurück, das ist mir hier alles zu anstrengend. Es gibt aber auch Personen, die eine radikale Umstellung brauchen, um so richtig ins Handeln zu kommen. Also die wirklich sagen, nee, es ist mir viel wichtiger, ich mache jetzt einen harten Cut, ab morgen mache ich es so, so, so und so. Ich esse keinen Zucker mehr, ich verzichte auf Kaffee und was auch immer, also komplett Entzündungshemmend, basisch, wie auch immer man es jetzt auslegen will. Also die wirklich diesen radikalen Cut brauchen, um in diese Umsetzung zu kommen. Hier musst du mal für dich schauen, welcher Typ du bist und dann auch ganz, ganz ehrlich mit dir sein, weil es ist nicht besser oder schlechter, etwas von heute auf morgen zu machen oder sich dafür Zeit zu lassen. Viel wichtiger ist, dass du das Bild im Kopf hast, was du erreichen möchtest. Also, dass du dir ein Ziel setzt, wo du hin möchtest. Und wenn das Ziel ist, dass du eine gesunde, strahlende Haut haben möchtest, dass du dich wieder wohlfühlen möchtest in deinem Körper, dass du richtig für dich fit fühlen möchtest, dass du weißt, dass deine Ernährung dich nährt, dass deine Ernährung dir wirklich Gutes tut, dann ist das richtig gut, weil dieses Bild musst du dir immer wieder vor Augen führen, wenn du anfängst zu zweifeln. Und du kannst dieses Bild oder dieses Ziel erreichen innerhalb von ein paar Wochen. Du kannst dir dafür aber auch ein paar Monate Zeit lassen. Also es muss ja nicht von heute auf morgen passieren, um dorthin zu kommen. Also schau, welcher Typ du bist, wenn es gerade bei dir stressig ist im Leben. Wenn du vielleicht auch Mama bist und Kinder zu Hause hast, dann ist es vielleicht besser, wenn du sagst, okay, ich fange mit dem Frühstück an und mach erstmal nur das. Und dann machst du das über mehrere Tage und Wochen und merkst, wow, das habe ich jetzt verändert, das hast du etabliert, das ist meine neue Gewohnheit geworden. Und dann nimmst du dir das Mittagessen vor, dann das Abendessen, dann die Snacks zwischendurch und so weiter und so fort. Also schau, was du hier brauchst. Und wenn du der Typ bist für radikale Umstellung, dann go for it und bleib auch dort dran. Dann darfst du dann auch dranbleiben, weitermachen und durchziehen und auch immer das Ziel vor Augen haben und dir immer wieder bewusst werden, warum du das eigentlich alles machst. Und was nämlich ist, wenn du alles perfekt machen willst und es dann nicht schaffst,
ist, dass du das Gefühl bestärkst, es doch nicht schaffen zu können. Und dieser Druck, der damit einhergeht, ist einfach extrem. Und dann artet es so aus, dass Ernährung so ein Stressthema wird. Ich höre auch ganz oft, dass es so anstrengend ist, sich gesund zu ernähren, dass es einfach zu aufwendig ist. Und das muss es aber einfach gar nicht sein, wenn man dann wirklich gezielt Stück für Stück rangeht. Und es ist eben auch so, dass viele Neurodermitiker den Drang dazu haben, Perfektionisten zu sein. Ich gestehe, ich gehöre auch dazu. Und durch diesen Perfektionismus will man eben alles 110%ig richtig machen. Doch das Leben ist eben nicht perfekt und oft kommt es dann anders, als man es geplant hat, als man es sich vorgestellt hat. Es kommt etwas dazwischen und es gibt einfach Tage, da läuft einfach nichts rund. Und wenn du es dann nicht schaffst, auf alle Empfehlungen Rücksicht zu nehmen, dann ist das einfach völlig in Ordnung. Also selbst wenn du dir vorgenommen hast, heute esse ich ganz gesund, heute esse ich keinen Zucker, ich verzichte auf Kuchen, ich esse auch nichts an Fertigprodukten, ich esse richtig, richtig gut, was mir, also so wirklich dieses, ja, so genau so soll es sein, so dieses Idealbild an Ernährung und dann kommt etwas dazwischen. Und stehe ich dann in diesen Teufelskreislauf des Schlechtmachens, Kleinmachens hineinversetzt, dann ziehst du halt deine komplette Energie, also ins Minus. Und das möchte ich nicht und das ist komplett kontraproduktiv. Mein liebevoller Rat an dich, sei liebevoll mit dir in solchen Situationen. Nimm solche Situationen an, wie sie kommen. Sei es, dass du unerwartet auf einer Raststätte anhalten musst, weil du eine Panne hast, dann nimmst du da halt dort die bestmögliche, das Bestmögliche, wie es halt eben geht. Und wenn es dann doch die Pommes sind, dann sind es halt die Pommes. Und dann sagst du dir, ja, es ist so, wie es ist. Ab morgen geht es weiter und ich gebe nicht auf. Ich bin liebevoll mit dir, mit mir und ich nehme es so an, wie es gerade kommt. Weil viel besser, als sich jeden Tag Druck zu machen, alles perfekt machen zu wollen, ist darauf zu achten, eine Basis zu schaffen, die dich wirklich nährt und stärkt. Wenn du dir wirklich eine gesunde Basis schaffst, die stimmig ist, die zu dir passt, die dich mit allem versorgt, was du brauchst, dann können dir solche Ausnahmen oder solche Ausrutscher oder solche Gelegenheiten, wo es einfach nicht so läuft, nichts mehr anhaben. Also zum Beispiel, wenn du dann unterwegs bist oder eingeladen wirst oder einfach mal einen schlechten Tag hast und am Abend deine Schokolade brauchst, dann ist es auch okay, dann darf es so sein, weil du weißt einfach, dass zu 80% alles gut ist. Also das ist so immer mein Ziel, wo ich auch hinarbeite in meinem Coachings, dass ich sage, schau, dass du dir deine Basis schaffst, wo 80% richtig, richtig gut ist und alles, was darüber passiert, ist eben so. Du kannst natürlich auch jeden Tag wählen, das auf 100% zu hinzubekommen, aber es muss eben nicht sein und dann tun solche kleinen Dinge einfach nicht weh und dann kannst du auch viel liebevoller mit dir sein, weil du weißt, du tust einfach schon unheimlich viel für dich und deinem Körper. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 3. Der Fehler Nummer 3 ist, dass du zu früh aufgibst. Wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen. Ja, schnelle Ergebnisse will jeder. Jeder will Ergebnisse sehen und das kann ich auch komplett verstehen, dass du auch für dich denkst, ja, jetzt mache ich meine Ernährung anders, ich stelle alles um, so wie die ganzen Tipps, die ich bekommen habe, vielleicht auch durch Ernährungsberatung oder wie auch immer. Und dann denkst du so, das mache ich jetzt mal so 1-2 Wochen und dann wird meine Haut sich schon regenerieren und alles ist gut, weil Sarah hat ja gesagt, Ernährung ist super wichtig für die Haut und über die Ernährung kann man so unheimlich viel tun. Und dann denkst du dir dann nach ein paar Wochen, irgendwie ist meine Haut doch noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Oder noch, ich habe sie keine Veränderungen oder du kannst es erstmal gar nicht richtig wahrnehmen und spüren. Doch es kann eben auch sein, dass du die Veränderung im ersten Moment gar nicht richtig auf deiner Haut sehen kannst, doch sich dein gesamter Gesundheitszustand mittlerweile deutlich verbessert hat. Es hängt natürlich auch immer davon ab, welche Ausgangslage du hattest, also wie ungesund, ich mache gerade Anführungszeichen, ungesund deine Ernährung im Vorwege war. Also je ungesünder praktisch deine Ernährung vorweg war, desto bessere oder schnellere Effekte hat es natürlich auf deine Gesundheit. Aber es kann halt auch sein, dass wenn du jetzt nach und nach die Ernährung anpasst, dein gesamt
Gesundheitszustand sich verändert. Und diese Änderung hättest du dann nicht, wenn du zu früh auch aufgibst oder dann sagst, es bringt alles nichts und ich gehe in alte Muster zurück. Weil deine Gesundheit ist ja nicht nur deine Haut. Deine Gesundheit ist dein gesamter Organismus. Und über die Ernährung schadest du oder tust du nicht nur deiner Haut etwas Gutes oder Schlechtes, sondern eben deinen gesamten Körper, also deinen gesamten Organ, deinem Gehirn, deinem Gewebe, deinem Blut, deinen Gelenken, deinen Knochen, also eben dich als Ganzes. Und das ist auch immer wichtig zu sehen, je gesünder du dich ernährst, desto gesünder ist dein gesamter Körper. Und vielleicht merkst du es eher daran, wenn es sich nicht direkt auf der Haut im ersten Moment sichtbar ist, dass es dir aber vielleicht besser geht, dass du fitter bist, dass du dich vitaler fühlst, dass du nicht mehr so müde bist, dass dein Bauch vielleicht nicht mehr so aufgebläht ist, dass deine Verdauung besser läuft, dass du vielleicht keine Blähung mehr hast, dass deine Verdauung regelmäßig ist, dass du nicht mehr so ein Bauchkrummeln hast, dass du keine Heißhungerattacken mehr spürst auf gewisse Lebensmittel. Vielleicht merkst du auch, dass du keine Magenschmerzen mehr bekommst nach dem Essen. Und das sind auch alles Anzeichen, die du wahrnehmen darfst, wenn du so eine Ernährungsumstellung durchführst. Ich hatte eine Coachie bei mir in der Beratung, hat mir auch berichtet, dass sie schon nach 3-4 Wochen gemerkt hat, dass es ihr generell einfach viel, viel besser ging. Sie war klarer im Kopf, klarer im Geist und viel vitaler. Und das ist ein super Erfolg. Also selbst wenn man ihn nicht auf der Haut sieht, aber der in dir zu spüren ist, dann kannst du so stolz auf dich sein, weil dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Du tust gerade etwas für deine ganzheitliche Gesundheit und nach wird dann auch deine Haut mitziehen. Also würdest du jetzt zu früh aufgeben, nur weil die Umstellung sich nicht auf der Haut sofort bemerkbar macht, würdest du dieses Potenzial wieder komplett zerschießen. Also dann würdest du es wieder komplett aufgeben. Und selbst wenn du über die Ernährung keinen Trigger hast, also wenn deine Ernährung jetzt nicht maßgeblich deine Haut ganz extrem beeinflusst, beeinflusst sie eben doch deine gesamte Gesundheit. Und deswegen ist es keine Ausrede zu sagen, ich merke nichts auf meiner Haut, ich fange wieder an, zu viel Zucker zu essen, zu viel Weißmehl zu essen, zu viel Fett zu essen, ungesunde Fette zu essen, Fertigprodukte, was auch immer. Also all das, was man eigentlich meiden sollte. Und wenn du dann wieder damit anfängst, dann wirst du nie diesen langfristigen Effekt von ganzheitlicher Gesundheit spüren können. Und mir ist es wirklich ein Anliegen zu sagen, das Durchhalten lohnt sich. Du tust es eben nicht nur für deine Haut, sondern für dich als Ganzes. Und deswegen bitte, bitte gib nicht auf, nur weil die Erfolge sich nicht so schnell sichtbar machen, wie du es gerne hättest. Es ist ja auch ähnlich wie mit dem Fitnessstudio, ne? Je nachdem, mit welcher Fitnessform du deinen ersten Tag im Fitnessstudio beginnst, desto schneller siehst du Erfolge oder desto länger brauchst du. Und auch je mehr du halt investierst in das Fitnesstraining, in das Studio, je mehr Zeit, je mehr Energie, desto schneller siehst du da auch die Erfolge. Und ja, und nicht jeder vom Type ist auch so, dass er super schnell Muskeln aufbauen kann. Also das ist ja auch immer sehr von deinem Stoffwechsel dann auch abhängig, wie die Ernährung bei dir im Körper ankommt, ne? Welche Vorerkrankungen du vielleicht hast, wie es deinem Darm geht. Also spielt ja ganz, ganz viel ein. Doch Fakt ist, wenn ich dir sagen würde, wenn du jeden Tag ab heute ins Fitnessstudio gehst und 30 Minuten trainierst für die nächsten 365 Tage, was würdest du denken, würdest du innerhalb von einem Jahr aussehen? Wahrscheinlich sagst du dann sofort, ja klar, da wird sich was verändert haben. Du würdest einen Effekt sehen können. Und genauso ist es auch bei der Ernährungsumstellung. Wenn du ab heute jeden Tag etwas für deine Ernährung tust, für die nächsten 365 Tage, wirst auch du einen Effekt merken, dass es dir einfach besser geht. Und im besten Fall siehst du es auch auf deiner Haut. Meine Coaches sagen mir auch oft, dass es ihnen gut getan hat, dass ich sie in der Ernährungsumstellung begleitet habe, da sie es alleine nicht so einfach geschafft hätten bzw. sich nicht zugetraut hätten, so lange durchzuhalten. Und das ist jetzt auch mein Tipp noch so zum Abschluss von mir an dich. Wenn du auch das Gefühl hast, dass es für dich so ein Riesenthema ist, du Unsicherheiten hast, du gar nicht weißt, wo sollst du anfangen, was ist so ein Plan, wie geht man vor, wie kann man das alles aufbauen, dass du dir Unterstützung
holst. Denn gemeinsam mit Unterstützung ist es einfach deutlich leichter, neue Gewohnheiten zu etablieren, durchzuhalten und sich auch gegenseitig zu motivieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Fitnessstudio-Effekt oder der Mitgliederbereich-Effekt, wie man es auch immer nennen mag. Wenn man halt in etwas investiert und sich so verbindlich zu etwas angemeldet hat, ist man eben auch verbindlicher in der Umsetzung und bleibt mehr dran und bleibt einfach an der Stange, weil man weiß, oh, in 2 Wochen haben wir ja das nächste Treffen oder dann ist wieder ein nächster Termin und dann möchte man ja auch Ergebnisse vorweisen und von seinen eigenen Erfahrungen berichten. Deshalb sich so Unterstützung zu suchen oder ein Netzwerk zu suchen, eine Gruppe zu suchen oder wie dem auch immer es ist, in deinem Fall aussehen kann, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn du das Gefühl hast, oh, es könnte vielleicht doch so ein bisschen schwierig werden mit dem Durchhaltevermögen und auch da dran zu bleiben. Die passende Ernährung bei Neurodermitis ist eben eine ganz zentrale Rolle und über die Ernährung kannst du einfach wirklich helfen, deine Haut bei der Heilung zu unterstützen, indem du zum einen deine Trigger ausschaltest und zum anderen aber auch deine Haut mit allem versorgt, was sie braucht. Also nicht nur deine Haut, eben deinen gesamten Körper. Und wenn du bereit bist, deine Haut ganzheitlich in Balance zu bringen und die passende Ernährung für dich zu finden, dann schreib dich unbedingt auf die Warteliste zur Hautbalance Empowerment Journey ein. Das ist deine Reise zu deiner Wohlfühlhaut und sie startet bereits Ende Mai. Dann kannst du direkt durchstarten und mit Gleichgesinnten dich auf die Reise begeben, über 6 Wochen lang. Und ich glaube, es wird eine ganz, ganz tolle, transformierende Reise in dir, auf der du ganz viel lernen kannst für dich, für deine Haut und deinen ganzen Körper. Und du findest die Links zur Warteliste sowie weitere Links in den Shownotes. Falls du Fragen zur Empowerment Journey hast für deine Hautbalance, dann schreibe mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Dort findest du mich @sarah.hautgesundheit. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sarah.